schon erzählt, was die Trainerin gesagt hat an die letzte Sünder zu mir. Mann, ich war baff, ich war platt, ich war beleidigt. Jawohl, ja, die hat gesagt, ich wäre Pummelche. Pummelche, hat sie gesagt, ja. Weil Frau Linscher hat gesagt, überhaupt nicht. Er hat sein Wisch gewischt, so wie sich das geehrt. Ja, hätte die Frau Doktor in die weiße Kittel gesagt. Nee, hat die gesagt gehabt, man sieht bei dem überhaupt keine Rippe. Ja, hallo, das soll man ja auch gar nicht sehen. Über der Rippe soll die nur die Haare sehen. Verstehst? Ja, und wenn da kein kleines Speckschicht, so süß, goldige Speckschicht drauf ist, da können die Haare ja auch nicht darauf pappen bleiben. Die hat keine Ahnung. Oh Mann, die war sowieso komisch gewesen, ja. Er hat gesagt, man muss mich lernen, wie er stoppt. Stopp! Verstehst du? Halt, steh, muss ich lernen. Steh, halt, stopp. Nein, Frau Linde hat aber gesagt, das wäre sehr wichtig, weil wenn sie stopp ruft oder halt oder steh ruft, verstehst du, wir müssen uns noch ein Wort, auf ein Wort ähnliche. Ich würde dir sagen, steh ist gut. Sie hat gemeint, stopp wäre gut. Also wir müssen noch gucken, was wir da machen. Und dann muss ich sofort abbremsen und auf der Stelle stehen bleiben. Ja, das wäre sehr wichtig, weil wenn sie eine Gefahr sieht und will, dass ich nicht in die Gefahr rinlaufe, dann kommt diese Stopp, Stehe, Halt. Verstehst? Ja. Na gut, das sehe ich schon noch ein. Aber dass ich ein Pummelchen bin, das verzeih ich der nie. So. Bis jetzt. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschöner Tag. Euer Mogli mit die weiße Socke.